Diamanten haben richtig viel gebracht, die wir da hatten. Die Rubine haben, glaube ich, viel. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Diamanten waren sogar noch mehr. Diamanten sind am meisten, aber wir hatten keine Diamanten. Ich habe eine Kiste! Nochmal Bumerang. Und 14 Bottles. Ich glaube, ich habe hier noch eine zweite Kiste gesehen gerade. Nee. Tom, gib mir mal ein paar Fackeln. Bitte. Ich habe keine mehr. Alles schon weg. Hey, wer will den zweiten Bumerang? Sagt mal. Ja, ich. No. Okay. Dann ja zuerst gesagt. Ich bring mal ein Dynamit mit. Okay. Oi. Das kostet aber Geld. Nein! Scheiß Skelett! Der hat einen Eingang. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt sparen? Ja, sparen wir lieber. Ja, ansonsten müssen wir mal das ganze Geld oder so in der Truhe tun, dass wir nicht immer alles verlieren. So, wo soll ich meine zweite Truhe platzieren? Direkt daneben. Okay. Dann hauen wir mal in eine Truhe das komplette Geld rein, bis wir 8 Gold zusammen haben. Der Typ, der sollte weggehen. Stirb, Skelett! Okay, halt nicht. So, hier. Geht's nicht näher? So. Warte. Okay, ich muss meinen Hammer. Höhlen Adventures! Man überlebt echt eine Riesenmenge mehr auf die Art. Die Pilze sind auch verdammt nützlich. Gut, ich geh mal wieder nach unten. Was bringen eigentlich die Bottles? Du hast nur die Kiste, ne? Oh. Ja, du musst dich schon placen. Ich muss mal versuchen, wie ich hier wieder rauskomme. Tom, du wirst da nicht mehr rauskommen. Ich bin draußen. Schade. Du wirst da nicht mehr rauskommen. Ich bin draußen. Ironie des Schicksals. Auch bekannt unter dem Namen Bob. Und Wasser in der Höhle. Und Tom. So, jetzt gehe ich nach unten. Ja, du kannst dich durchfahren lassen, da steht Wasser ganz unten. Hat er bei mir vorhin auch gesagt. Mhm. Deswegen nehme ich den langsameren Weg. Hast du dein Geld abgelegt? Nein, hast du nicht. Nein, ich werde aber gleich wieder sterben. Oh, Schlangen. Ich denke mal, die Copper-Coins, die brauchen wir nicht unbedingt ablegen, oder? Ne, die können wir behalten. Hauptsache Silber und Gold. Weil sonst nachher verlieren wir alles so, dass wir dann nicht mehr drankommen und dann nicht gut. Hm. So, auf nach oben. Ist gerade jemand runtergefallen. Yay. Ich glaube, ich gehe mit dem Hook nach oben, das geht schneller. Apropos Hook, gib mal hier den Hook. Komm mit hoch. Wieso hat da jemand Schleime reingelassen? Ja, deswegen bin ich vorhin gestorben, ey. Weil einer so cool war und es aufgelassen hat. Ich geh mal wieder weiter runter. Komm mit, Sunny. Ja, lustig, wie denn? Sollen wir dann unten eine Basis machen gleich? Dann mach mal noch eine Holz-Dingens hier. Eine Plattform. Hast du noch eine? Da fehlt eine Holzplattform. Ja, sonst würde ich hier hochfahren. Ah, okay. Eine habe ich noch. Sehr gütig. Ich mach mal noch mehr. Ganz viel Holzplattformen. Da hab ich sie wieder. Was war da gerade denn für ein Gegner? Wurm. Lol. Komm jetzt hoch, Dani, sonst kann ich dir das Ding nicht geben. Wieso? Hook und so. Wieso kannst du es mir nicht jetzt geben? Okay, dann werf ich es halt runter. Das wäre halt besser, weil oben kannst du es direkt zusammenbauen. Ja, die zwei Chains habe ich schon. Achso, man kann es erst am Dingens zusammenbauen. Eben, glaube ich zumindest. Gehen wir einfach mal davon aus. Oh, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie was falsch gemacht. Hey, kann mir von euch einer mal eben Fackeln runterwerfen? Wenn die ankommen? Ja, Mama. Einfach geradeaus runterfallen lassen. Ja, die kommen links. Okay. Ich bin gleich oben. Unser Schacht ist wirklich extrem tief, fällt mir gerade auf. So extrem ist er nicht, also. Der ist wirklich sehr, also bis man da oben ist, das ist ja echt krank, wie lange das dauert. Yay, ein 24. Müssen einen Fahrstuhl bauen. Geht sowas? Kann man das? Nein.
Oh. Hey, dann machst du uns Hoffnung und dann... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir könnten einen Fahrstuhl bauen. Lass uns einen Fahrstuhl bauen. Ha, geht doch nicht. Fick dich. Oh oh. Iron Bar. Also nicht, auf jeden Fall jetzt nicht runterfallen lassen. Auf jeden Fall, also ja. Ja, der Wurm, der stalkt mich. Nun, es ist eine kleine Höhle auch da, wo zufällig ein paar Schleim drin sind. Ja, Slimy ist schon 1300 Feet tief. So, du wolltest denn... Au. Das war der Wurm, das Maus. So, hook, da. Hast den. Ah, ein Grappling Hook. Spawn Point Set. Na, es heil mich mal bitte. Danke. Om nom. Pilzmampfen. Om nom. Pizza. Auch mehr Tische und Stühle und Tische ja, und Stühle. Die Tür offen gelassen vorm Haus. Was? Vielleicht kommt irgendwann eine neue Endlich. Mach mal noch Steinwände hin. Aber ich habe gar kein Holz mehr. Ja, du musst aber Steinwände bauen und kein Holz. Wieso? Weil vorne bei der Tür noch Steinwand fehlt. Und dein Geld daran. Ja, ich schnapp mir mal alle Barren, weil ich's kann. Gut. Ich bin ein Klauer. Okay, also in die zweite sollen wir das Geld reinmachen. Ja, und sonstiges wertvolles Zeug, da könnten wir auch die Barren reinhauen. Ich kauf mir mal so eine goldene Münze. Da könnten wir Sterne und alle Barren reintun. Sterne sind meins. Geh mal aus der ersten Kiste raus, bitte. Geh mal raus, hopp hopp. Ich schon. Danke, so. Sterne. Wo sind die Sterne? Ich hab die gerade drüber gelagert auf die zweite. Ah, okay. Lass mich in die zweite. Warte. Ja, in die zweite machen wir dann Sterne und Barren. Da kriegst du Bumerang. Ja, ich lager gerade alles um. Ja, habt ihr gerade noch den zweiten Bumerang? Oh, geil. The Blood, the blood moon is rising. Ach nö. Ja, das ist wohl unvorteilhaft. So haben wir einen vierten Stern drin. Und ich hau noch die ganzen Bars dazu. Oh mein Gott, die greifen unsere NPCs an. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob die Damage. Komm mal hoch. Stirb. Komm mal hoch, Clemi, helf uns. Das ist in unserem Haus kann ich. Der Demolition ist, der hat. Wie du kannst nicht. Ja, ich habe keine Holzplattform oder so. Du musst versuchen, den Bumerang so zu werfen, dass er drüber fliegt und dann beim Zurückkommen alle durchmäht. Meins. Oder ich werde mich jetzt einfach sterben lassen. Komm, helf! Wie die schon im Haus gammeln. Wir bräuchten irgendwas, was durch alle durchgeht. Ja, da gibt's... Wow, WTF, schau mal! Nachher gibt's ein Item, was mit Mana geht, das wird so komische... Linien spawnen und das. Schau dir mal das an, ey. Ja. Da waren übelst viele. Geld. Da unten kommen sie alle rein. Heute ist Zahltag. Ja, wir hätten nicht so viele Türen machen müssen. Wir müssen weniger Türen einbauen. Ja, dann mach die nachher alle weg. War nicht meine Idee. Demolitionist wird bald krepieren, glaube ich. Nee, ich glaube, die haben keine HP. Der kommt wieder. Der kommt wieder, ja. Du bist aber nett zu deinen Mitbewohnern. Ja. Oh crap. Wow. Wir müssen machen, dass wir nur einen einzigen Eingang haben. Ich habe eine Idee. Wir könnten unser Haus dann mal abreißen und ein Baumhaus bauen, so wie in dem Trailer. Trailer? Dass man quasi, ja, in dem Trailer zum Spiel. Dann sind aber erstmal wieder alle NPCs weg. Ja, egal. Je mehr Platz man hat, also je mehr Räume, jeder NPC braucht mindestens einen Raum, deswegen. Ja klar, wir könnten so eine Art Holztunnel bauen, also unseren Minenschacht erweitern nach oben hin. Und dann, ganz oben so eine Art riesigen Raum machen, wo wir den in ganz viele kleinere Räume unterteilen. Und dann bin ich so ein fettes Haus mit so einer großen Angriffsfläche.
sondern können uns unbequem da vorstellen und einfach nur umholzen. Ja, weil das Haus hat schon was von Left 4 Dead, weil es sind 1000 Eingänge. Jeder kommt und geht, wie es ihm passt. Der Bumerang ist schon nice, ey. Krepiert, Zombies. Aber so extrem viel Geld kriegt man dadurch jetzt auch nicht. Doch, ich habe schon 24 Silber jetzt natürlich. Ich habe nur 18. Ja, aber so extrem viel ist es trotzdem nicht. Egal. Ja, besser als gar nichts, ne? Ja, wenn das ist ein Argument. Wenn wir zusammenlegen, auch Herz. Auge! Oh mein Gott. Dani, komm mal hoch, bitte. Ja, warte, hier unten ist ein... I need your help. Wobei, nee, brauche ich nicht. Ey, yo, hier ist doch, so ein Herz. Das Geld einsammeln. Braucht das jemand von euch? Es sieht so aus wie ein Herz. Du kannst es selber haben. Hast du einen Hammer? Nee, ne? Ja, der ist... Ja, du brauchst einen Hammer. Damit kannst du so ein Herzkristall zerstören und dann kommt da so ein Herz raus. Und wenn du das mampfst... Ich weiß gar nicht, ob man das mampfen nennen kann. Wenn du es benutzt. Noch einen Pelz. Ja, wenn du es benutzt, dann kriegst du 20 HP als Maximum dazu. Oh, geil. Ja, also benutze es mal für dich selbst. Du hast das am bittersten nötig. Ich habe schon 3 benutzt insgesamt. Also ich habe schon 160 HP. Ich hab mal 1 benutzt. Ja, deshalb kriegst du auch mehr Tode. Ja, deshalb haben wir auch ausgemacht, dass ich das nächste bekomme. Ja. Ich bin sehr nachtragend. Das nehme ich mir. Das nehme ich mir einfach. Wir sind für meinen Geschmack viel zu viele Dämonenaugen. Du hast Geschmack? Ich gebe dir gleich. Was? Geld? Nein, Geschmack. Von Blut in deinem Mund. Ja. Sterlerne Fäuste werden auf dich niederhageln. Ja. Oh, das war das Falsche. Das war sehr intelligent. Nee, das war das Falsche. Nimm mir was, ja, jetzt kannst du wenigstens helfen. Geld da rumliegt. Ja, helf mal mit jetzt. Ich helf mal beim Geld einsammeln. Ich kämpfe gleich. Ja, ich helf mal beim Geld einsammeln. Vorsicht hinten, Clemi von hinten, kommen Sie! Clemi von hinten! Stirb! Ey, helf du mal lieber oben, Dani. Clemi macht die Rückendeckung. Ja, gut. Von hinten kommen nicht so viele. Oh, die Augen, ey. Stirb. Boah. Letztens war das nicht sehr extrem. Hier sollten mal heftigere Gegner kommen, nicht nur diese langweiler Gegner, die man sofort umhauen kann. Oder? Die werden auch später kommen. Aber. Na dann? Dafür brauchen wir erstmal einen neuen NPC, dann können wir hier statt Gras können wir so ein blaues Zeug pflanzen, keine Ahnung. Echt? Ich ja, und dann kommen solche Imba-Gegner. Das ist. Naja. Ob das so viel besser ist. Geld. Ja, du hältst natürlich alles Geld auf. Clemi? Du bist tot. Du Noob! Vorsicht, oben. Ah, die rennen. Komm runter. Oh, hinter dir. Ich mach die Seite. Ja, ich mach oben. Ja. Clemi steht da, flirtet mit der Nurse. Ja. Oh mein Gott, er greift die Nurse an. Stirb. Die brauchen wir noch. Das hat echt was von Left 4 Dead. Ja, ne? Stirb. Das ist einfach nur pures Gemetzel ohne Sinn.